Der Einladungstext für die Veranstaltung von heute Abend ist ja in etwa so überschrieben: Gewerkschaften Teil des Problems oder Teil der Lösung. Und das ist ja schon eine Fragestellung, die eine gewisse Antwort beinhaltet. Teil des Problems zu sein bedeutet, es ist nicht das ganze Problem. Teil der Lösung zu sein heißt aber im Gegenzug genauso, dass die Gewerkschaft oder die Gewerkschaften nicht schlechterdings die Lösung sein können, sondern allenfalls im günstigsten Fall Teil davon. Genau diese Fragestellung, was für eine Bedeutung die Gewerkschaften denn eigentlich spielen können, die Diskussion darüber ist eigentlich so alt wie die Arbeiterbewegung oder so alt wie der Marxismus selber. Der alte Marx hat die Gewerkschaften mal bezeichnet als Sammelpunkte gegen die Übergriffe des Kapitals, Einheitsfrontorganisationen im Kampf um den Verkauf der wahre Arbeitskraft, der den armen Teufeln erst die Luft zum Atmen verschafft, hat also eine relativ begrenzte Aufgabestellung für die Gewerkschafter gesehen, war nicht der Auffassung, dass Gewerkschaften das Instrument sind, um den Kapitalismus aus den Angeln zu heben, sondern allenfalls Sammelpunkte, allenfalls Schulen für den Kampf, Sammelpunkte, von denen aus die Weiterentwicklung von diesem alltäglichen Arbeiterbewusstsein, das eben über den Verkauf der Arbeitskraft hinaus zu möglichst günstigen Konditionen nicht so einfach hinauskommt, die Möglichkeit schafft, Erfahrungen zu sammeln und politisch zu verarbeiten und somit Fortschritte zu politischem Denken zu machen. Als Teil des Problems wurde die Gewerkschaftsbewegung auch schon sehr früh in der deutschen und europäischen Arbeiterbewegung gesehen. Teil des Problems zum Beispiel formuliert die altvordere Rosa Luxemburg in ihrer Kritik am Konservatismus des Gewerkschaftsapparats schon zu einer Zeit, als die deutsche Arbeiterbewegung ja noch mit dem Anspruch angetreten ist, den Kapitalismus abzuschaffen, kritisiert sie, dass die Spezialisierung der gewerkschaftlichen Leiter sowie ihr naturgemäß enger Gesichtskreis, der mit den zersplitterten ökonomischen Kämpfen in einer ruhigen Periode verbunden ist, bei den Gewerkschaftsbeamten nur zu leicht zum Bürokratismus und der Borniertheit der Auffassung führt. Die unbedingte Lobhudelei, der grenzenlose Optimismus werden zur Pflicht jedes Freunds der Gewerkschaftsbewegung gemacht. Im engen Zusammenhang mit diesen theoretischen Tendenzen steht ein Umschwung im Verhältnis der Führer zur Masse. Anstelle der kollegialen Leitung durch lokale Kommissionen mit ihren zweifellosen Unzulänglichkeiten tritt die geschäftsmäßige Leitung der Gewerkschaftsbeamten. Die Initiative und die Urteilsfähigkeit werden damit sozusagen zu einer Berufsspezialität, während der Masse hauptsächlich die mehr passive Tugend der Disziplin obliegt. Diese Schattenseiten des Beamtentums bergen sicherlich auch für die Partei bedeutende Gefahren in sich und so weiter und so fort. Also die Feststellung, dass Gewerkschaften nicht nur Sammelpunkte für Fortschritte im Kampf gegen den Kapitalismus sein können, sondern durchaus auch ein überaus konservatives Potenzial durch ihren Apparat haben, ist nicht neu, das ist keine Erkenntnis unserer Generation oder auch nur der Nachkriegszeit im Wirtschaftswunder der Bundesrepublik, sondern ist eine uralte Erkenntnis und der liegt ein objektives Problem zugrunde. Also man tut sich, glaube ich, zu leicht, wenn man dieses Problem mit Verrat, Käuflichkeit und Ähnlichem versucht zu erklären. Denn wenn man das tut, dann würde ich sagen, dann läuft noch ein bisschen Gefahr, einer verschwörungstheoretischen Sicht auf geschichtliche Entwicklungen zu erliegen. Das hat einen objektiven Grund, warum es so eine Tendenz zu Konservatismus und Bürokratismus in solche Organisationen gibt. Und der objektive Grund besteht darin, dass anders als zu der Zeit, als das Manifest von Karl Marx formuliert worden ist und der von den Proletariern, die nichts zu verlieren haben, als ihre Ketten gesprochen hat, mit Fortschritten im Kampf
die Proletarier durchaus etwas zu verlieren hatten und haben. Also mit jedem erfolgreichen Streik, mit jedem Fortschritt in der Arbeitszeitpolitik, mit der Erhöhung des Lohn- und des kulturellen Niveaus hat man natürlich mehr zu verlieren als eine Kette. Und die Frage stellt sich da tatsächlich dann ganz praktisch und schon sehr früh in der Arbeiterbewegung. Die Frage stellt sich ganz praktisch, wenn so eine Arbeiterbewegung und eine Gewerkschaftsbewegung anwächst, wie ist es zu organisieren, die Errungenschaften, die durchgesetzt worden sind, gehalten und stabilisiert werden können. Denn ich glaube, die Theorie, dass es den Leuten nur möglichst schlecht genug gehen muss, und dann wird ihnen es schon wie Schuppen von den Augen fallen und dann schreiten sie vorwärts, um den Kapitalismus zu stürzen. Die Theorie hat sich ja wahrscheinlich in der Realität zu Genüge blamiert und jeden Tag ein Blick auf unserem Erdball rundum zeigt, dass es nicht so ist. Insofern ist es eine durchaus ernstzunehmende Fragestellung, ist ein erreichtes materielles und kulturelles Niveau, das durch gewerkschaftliche Kämpfe und politische Kämpfe durchgesetzt worden ist, zu verteidigen. Je größer diese ursprüngliche kleine, zersplitterte Gewerkschaften werden, braucht es natürlich auch eine Koordination, Leitung. Und aus dieser widersprüchlichen Anforderung, dass auf der einen Seite das Absichern des Erreichten sowas erfordert, auf der anderen Seite damit aber gleichzeitig, wenn ein Apparat existiert, ein Apparat wächst, ein solcher Apparat auch Eigeninteresse entwickelt. Letzten Endes auch materielle Eigeninteresse. Und solche in einem Apparat Beschäftigten dazu neigen, ein Apparat als die Bewegung an sich und als das Verteidigenswerte an sich zu betrachten. Aus diesem Widerspruch heraus erklärt sich das, dass in der Gewerkschaftsbewegung diese Tendenz zum Konservatismus und zur Bürokratie eigentlich von Anfang an angelegt ist. Dieses Problem der Bürokratie machte auch nicht vor Parteien halt, die ursprünglich revolutionäre Organisationen waren. Ich würde behaupten, dass die russische Bolschewiki durchaus eine revolutionäre Organisation war, die sich zweifellos auf die Fahne geschrieben gehabt hat, den Kapitalismus abzuschaffen, und sie haben es ja auch getan. Nichtsdestotrotz gab es eine Phase der Entwicklung nach dieser Revolution, die Leute wie die Rosa Luxemburg auch dazu gebracht haben, ganz scharf hinzuschauen und die Kritik an der entstehenden Bürokratisierung dort zu formulieren. In Rosa Luxemburgs Text über die russische Revolution schreibt sie unter anderem: Aber mit dem Erdrücken des politischen Lebens im ganzen Land muss auch das Leben in den Sowjets immer mehr erlahmen. Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Diese Analyse trifft genauso auf die Entwicklung von Gewerkschaften zu. Die Gewerkschaften, wie wir sie heute erleben, werden heute von vielen aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht mal mehr als potenzielles Teil einer Lösung wahrgenommen. Aus verschiedenen Gründen. Sie werden deshalb nicht mehr als Teil einer Lösung wahrgenommen, weil zum einen das Bewusstsein und die Hoffnungen, die Masse der Lohnabhängigen um diese Zeit, um die vorletzte Jahrhundertwende noch hatte, nämlich die Hoffnung auf ein besseres Leben durch Abschaffung der kapitalistischen Verhältnisse, eigentlich im Moment zumindest in die hochindustrialisierten Länder kein Massenbewusstsein ist. Es gibt eine solche Hoffnung eigentlich überhaupt nicht und eine solche Erwartung. Der andere Grund dafür ist, dass die heute Repräsentanten von Gewerkschaften sind, in aller Regel dieses Credo, dass es keine Alternative zu den existierenden kapitalistischen Verhältnissen gibt, ja auch verinnerlicht haben. Ich erinnere mich, da war ich noch ein ganz junger Kerl, muss 1972 oder 73 gewesen sein. Da habe ich in der ganz zufällig, war noch gar nicht politisch interessiert, aber aus irgendeinem Grund hat sich mir das eingeprägt, in der Abendschau damals im Fernsehen die Verabschiedung des seinerzeitigen Bezirksleiters der EG Metall namens Willy Bleicher gesehen und die Intronisierung seines Nachfolgers Franz Steinkühler als Bezirksleiter der EG Metall in Baden-Württemberg.
Der wurde von den Journalisten gefragt, der Bleicher, wie er sich denn verstehen wird politisch. Und er hat als Bezirksleiter der baden-württembergischen IG Metall gesagt, er sei Marxist und Sozialist. Franz Steinkühler hat damals den Marxisten schon immer über die Lippen gebracht. Er hat sich auf den Sozialist beschränkt. Das hat auch die SPD damals ja noch abgedeckt, dass man Sozialist sein kann, wenn man in dieser Partei ist. Aber das ist etwas, was du heute ja von keinem mehr hörst, seit zwei Dekaden von keinem mehr hörst. Dieses neoliberale Gift, dass es keine Alternativen zu den bestehenden Verhältnissen gibt, sondern was man letzten Endes, was ja die gewerkschaftliche Praxis der letzten Jahre ist, nur noch Moderator von Verschlechterungen sein kann. Dieses neoliberale Gift hat sich in den Köpfen der vom Großteil derer, die in der Öffentlichkeit als Repräsentanten von Gewerkschaft wahrgenommen wurden, festgesetzt und wirkt in ihrer täglicher Politik. Eine der Begründungen von denen, die in den Gewerkschaften dieses Ruder fest in der Hand haben, eine der Begründungen für ihren Anspruch, also des hauptamtlichen Apparats, eigentlich die Gewerkschaft zu sein und die Mitglieder nur Beitragszahler, eine der Begründungen ist ja die Passivität der Mitgliedschaft. Hier in Baden-Württemberg ganz besonders schön darzustellen, die CDU hat sicherlich die Wählermehrheit unter den Lohnabhängigen. Wer CDU wählt, was soll man denn mit dem anfangen und so weiter. Diese Argumentation illustriert aber nur eins, sie illustriert, dass es in den Köpfen dieser Leute keinerlei Suche mehr nach Ansatzpunkten gibt, um aus immer wieder auflagernde Kämpfe Verbreiterungen von Kämpfen hinzukriegen und in den Kämpfen Bewusstseinsentwicklungen bei den Lohnabhängigen zu befördern. Denn das Konzept von Streiks, wie sie heute ablaufen, gewerkschaftsoffizielle Streiks in ihrer Mehrheit, ich spreche jetzt für die Metallindustrie, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, die sehen ein wenig anders aus. Ich habe zum Beispiel auch die ÖD-Auseinandersetzung im Frühjahr bei Verdi habe ich ein bisschen anders erlebt, als man in der Metallindustrie Streiks gewohnt ist. Da war also ein Vielfaches an Mitgliederbeteiligung geradezu erwünscht und erhofft, während bei uns in der Metallindustrie das eigentlich nach diesem bekannten Strickmuster aus einem dieser Zitate läuft, dass der Mitgliedschaft die Tugend der Disziplin abverlangt wird und die Mitgliedschaft zahlen und auf Knopfdruck mobilisierbar und auf Knopfdruck eben auch wieder ausschaltbar sein soll. Solange man solche Konzepte im Kopf hat und nicht sucht nach Möglichkeiten, diesen Zustand zu überwinden, urteilt sich ja eigentlich diese Schuldzuweisung an die passive und konservative Basis von Aloy ab. Ich gestehe jedem zu, der versucht, Gewerkschaftsmitglieder in die Betriebe zu mobilisieren und in die Auseinandersetzungen mit einzubeziehen, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, Weiterbildungsmöglichkeiten, gestehe jedem zu, die Konsequenzen aus dem Scheitern solcher Bemühungen zu ziehen. Aber die Mehrheit, die heute an maßgeblichen Schaltstellen in Gewerkschaften sitzen, kennen die Suche nach diesem Ausweg überhaupt nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die wenigen organisierte Ansätze in den Gewerkschaften, in den Betrieben, die genau an diesem Ziel arbeiten, über die Entwicklung von Kämpfen, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Zutrauen, die Vorstellung von Veränderbarkeit der Verhältnisse wachsen zu lassen und zu unterstützen, die werden in meiner Gewerkschaft seit etlichen Jahren hart bekämpft. Sie werden als die ewigen Gestrigen, die Spalter, die Illusionisten versucht zu denunzieren. Konkret bei uns im Daimler-Kreisler-Werk in Untertürkheim schwelt da jetzt schon seit vielen Jahren, wir haben es dieser Tage mal nachgezählt, seit über 15 Jahren wieder eine Auseinandersetzung zwischen einem konfliktorientierten Flügel der Betriebsräte und der Vertrauensleute und denen, die in den Großbetrieben den Ton angeben. Und es sind durch die Bank in der Wolle gewirkte konservative Sozialdemokraten, die in keiner Weise irgendwas in Frage stellen, was die Profitabilität ihres Unternehmens, mit dem sie sich sehr identifizieren, in Gefahr bringen könnte.
Man kann, glaube ich, ohne jemand Unrecht zu tun, sagen, dass in den politisch wichtigen Betrieben, Großbetrieben der Autoindustrie und der Zulieferindustrie in aller Regel ein sozialpartnerschaftlicher Kurs dominiert, der aber schon allein deshalb, weil dieser sozialpartnerschaftliche Kurs ja eigentlich keine Verbesserungen für die Leute mehr bringt, in einer Legitimationskrise ist und in dieser Legitimationskrise natürlich auch zu Mitteln der Auseinandersetzung greift, die eigentlich jeder Vorstellung von demokratischen Meinungsbildungsprozesse in solche Organisationen zuwiderläuft. Bei uns in Untertürkheim beispielsweise liest sich das so: Unsere kleine Gruppe, bestehend aus mittlerweile 10 Betriebsräte und viele Vertrauensleute, alles langjährige Aktivisten und gewählte Funktionsträger der IG Metall, versucht in der betrieblichen Auseinandersetzung seit über 10 Jahren, einen eher konfliktorientierten Kurs zu fahren und dazu beizutragen, dass über Bewegungen, über Streiks, über Arbeitsniederlegungen, über Protestdemonstrationen Bewegung entsteht, die ihrerseits wieder Bewegung in die Köpfe verursacht. Das ist eine Orientierung, die von den Spitzen der Gewerkschaften in diesen Betrieben, den Betriebsratsvorsitzenden und ihren Stäben, hart bekämpft wird. Hart bekämpft wird heißt, dass zum Beispiel bei der letzten Betriebsratswahl, vor der letzten Betriebsratswahl im Frühjahr diesen Jahres gefordert wurde, dass alle, die auf der Liste der IG Metall zum Betriebsrat kandidieren wollen, künftig nach außen nur noch die Meinung der Mehrheit des Betriebsrats zu vertreten hätten. Also es wird damit ja nicht nur das demokratische Recht auf freie Meinungsäußerung versucht zu beschneiden, sondern die Kolleginnen und Kollegen draußen, denen wird jede Urteilsfähigkeit abgesprochen. Die sind eine Masse, die, wenn sie nicht nur eine Einheitsmeinung präsentiert bekommt, in tiefer Desorientierung versinkt und dann, was weiß ich, Schlimmes tut, aber auf jeden Fall eins nicht, was es soll, nämlich das, was die Mehrheit des Betriebsrats beschlossen hat, als die einzig denkbare und vorstellbare Variante von Betriebspolitik zu sehen. Das haben wir natürlich nicht akzeptiert. Das ist eine völlig indiskutable Vorstellung, dass man gewissermaßen eine Grenze zieht. Es diskutiert, dass Meinungsstreit und Richtungskampf nur noch in einem Gremium wie einem Betriebsrat stattfinden kann und die Gewerkschaftsmitglieder und die Vertrauensleute draußen in der Halle davon überhaupt nichts mehr mitkriegen sollen. Das haben wir also insofern nicht akzeptiert, sind mit einer eigenen Liste dann gezwungenermaßen zur Betriebsratswahl angetreten und haben eigentlich ein ganz respektables Ergebnis eingefahren mit diesen 10 Betriebsräten, von denen ich gerade berichtet habe. Auf unserer Liste sind über 100 Kollegen und Kolleginnen gestanden, die meisten davon, über 70, waren Vertrauensleute der IG Metall, und das bereitet der IG Metall natürlich bis heute große Probleme, dass sie in einem der Daimler-Werksteile bei uns in Mettingen die Mehrheit an uns verloren haben und die Mehrheit der Vertrauensleute in diesem Werksteil auf unserer Liste zur Betriebsratswahl kandidiert hat gegen die massive Politik ihrer Funktionäre und ihrer Hauptamtlichen. Die europäischen Gewerkschaften haben ja zu verschiedenen Zeitpunkten der letzten 30 Jahre, hat einmal die eine, mal die andere eher konservative oder eher kämpferische Rolle gespielt. Im Moment würde ich das so bewerten, dass insbesondere im Metallbereich die deutschen Gewerkschaften eher dem konservativen Teil der europäischen Gewerkschaften zuzurechnen sind. Es gab beispielsweise Anfang der 90er Jahre eine Verabredung im Europäischen Metallarbeiterverband, der hieß, dass keine der Gewerkschaften Abschlüsse macht, die vom Volumen her unter Inflationsrate plus Produktivitätssteigerung liegt. Dass das also abgeschöpft werden muss im Lohnkampf, auf jeden Fall. Was passiert ist, dass sich nahezu alle europäischen Metallgewerkschaften daran gehalten haben, aber die deutsche nicht. Anders ist das, was man heute zum Beispiel wieder in einem Kommentar
in der Stuttgarter Zeitung ja nachlesen kann, nicht zu erklären, dass das arme Deutschland, das ja so entsetzlich unter der hohen Steuerlast für die Unternehmen leidet und ökonomisch offensichtlich ganz kurz vorm Abnippeln steht, zum wiederholten Mal, zum 10. Mal in Folge Exportweltmeister ist und die Lohnstückkosten permanent sinken. Die Frage ist, wie man sowas bewertet. Wenn solche Verabredungen nicht eingehalten werden, die ökonomische Ergebnisse, wie man sie sieht, stattfinden, dann kann man daraus ja nur die Schlussfolgerung ziehen, dass es offensichtlich im Bewusstsein derer, die diese Gewerkschaften lenken, nicht nur diese Beschränktheit der Perspektive gibt, im Sinne, es gibt keine Alternativen mehr zum Kapitalismus, sondern nur noch Moderation von Verschlechterung im Kapitalismus, sondern dass da ganz bewusst kalkuliert wird damit, dass man möglicherweise Arbeitsplätze am Standort Deutschland halten kann, indem man hier Lohnsenkungspolitik betreibt. Indem man also gegen die Kolleginnen und Kollegen anderer Länder und Gewerkschaften anderer Länder bewusste Verzichtspolitik betreibt und sich gewissermaßen zum Kooperationspartner im Kampf um den Standort Deutschland mit dem nationalen Kapital macht. Ich denke, das ist der Zustand, mit dem wir es zurzeit zum Tun haben. Und es gab letztes Jahr mal in der Frankfurter Rundschau einen hochinteressanten Artikel drin, der einem auch etwas erklärt, warum gegen die Leute wie uns mit derartiger Heftigkeit vorgegangen wird. Der Journalist namens Nico Fickinger ist einer von den Gewerkschaftsautoren in der FAZ, bekanntlich keine fürchterlich gewerkschaftsfreundliche Zeitung. Der schreibt in einem Artikel, wo unter der Überschrift Die IG Metall am Scheideweg. Er nähert sich dem Abschnitt, den ich euch jetzt zitieren will, indem er die kapitalismuskritische Klientel der in der IG Metall einführt. Und jetzt, Zitat, diese kapitalismuskritische Klientel ist ein Sprengsatz in der IG Metall. Da es auf absehbare Zeit zwischen Kapital und Arbeit nichts mehr umzuverteilen gibt, brauchen die Umverteilungsapologeten dringend ein neues Betätigungsfeld. Dieser Artikel legt den Gewerkschaftsstrategen nahe, dass er doch Schluss machen soll mit diesem kapitalismuskritischen Potenzial, das es in dieser Organisation gibt, und sich konsequent auf die Orientierung begeben soll, wie sie repräsentiert wird durch die Führungsfiguren in den Großbetrieben der Autoindustrie. Man braucht ja nicht unbedingt bloß VW und Volkert sagen, um zu beschreiben, was das heißt. Da kann man viel näher gucken bei uns. Da sind dann vielleicht die Beträge, die da geflossen sind, um solche Leute ihr Verhandeln auf gleicher Augenhöhe mit dem Management zu erleichtern, nicht so groß, aber die Identifikation mit dem Unternehmer und seine Ziele sind nicht kleiner als bei den Herren Volkert und wie sie alle heißen, die saftig mit abkassiert haben. Das war der ehemalige Konzernbetriebsratsvorsitzende, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, weil er versucht hat, die Aussage von einem Unternehmensvertreter zu verhindern. Da ging es nicht nur um irgendwelche Lustreisen mit brasilianische Prostituierte, sondern da ging es auch darum, dass der Kollege Volkert mit einem Topmanager von VW zusammen ein Unternehmen, das Zulieferer von VW ist, betrieben hat in der Tschechei. Also gut, über solche Leute brauchen wir, glaube ich, hier wirklich kein Wort mehr zu verlieren. In der Diskussion ist nichtsdestotrotz, und damit komme ich dann zum Schluss und wieder zum Anfang, Teil des Problems oder Teil der Lösung, oftmals die Tendenz da, Kinder mit dem Bad auszuschütten. Ich denke an diese ganz ursprüngliche Analyse von Gewerkschaft, was sie sein können, nämlich Sammelpunkte gegen Übergriffe, dass in ihnen Erfahrungen gemacht werden können, die das Potenzial haben, vom rein Gewerkschaftlichen zum Politischen sich weiterzuentwickeln. An dieser grundsätzlichen Analyse hat sich seit der Zeit, als die das erste Mal formuliert worden sind, denke ich, nichts geändert. Und man muss auch kein Klassenanalytiker sein, um zu dem Ergebnis zu kommen. Man braucht sich nur umzugucken, was in Betrieben los ist, wo es nichts gibt dieser Art.
Wie sieht es denn dort aus? Ich erlebe es jeden Tag, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die von irgendwelchen Sub-Unternehmer beim Daimler als Fremdbeschäftigte reinkommen, wenn man sich mit denen unterhält. Das, was jeder noch vor ein paar Jahren für völlig undenkbar gehalten hat, dass man für 4 Euro in der Stunde arbeiten geht, ist für die völlig normal. Für die ist völlig normal, dass sie arbeiten, wie es ihr Arbeitgeber von ihnen verlangt. Dass es keine Regularien, keine Rechte gibt. Und für einmal das Maul aufmachen, sofort die Entlassung. Oder dass es selbst bei diesen Sub-Unternehmern auch nur noch befristete Arbeitsverhältnisse gibt. Dass keiner mehr irgendeine Sicherheit hat. Aber ich denke, der schlichte Blick auf die Art von Realität zeigt doch, dass, ich sage es mal so, die schlechteste Gewerkschaft immer noch besser ist als gar keine. Ich denke einfach, dass wir Fortschritte dann wieder erreichen können, wenn wir es schaffen, Konflikte wie zum Beispiel 2004 bei Daimler, als sie diese 500 Millionen erpresst haben, und es überall gebrodelt hat. Es war eine so elektrisierte Stimmung und es sind Sätze gefallen von brave schwäbische Facharbeiter, die vielleicht bei der letzten Wahl CDU gewählt haben. Sätze gefallen, die man sich nicht vorstellen kann. Da hat der Schlosser aus der Werksinstandhaltung ein Stock über uns gesagt, in dem Land ändert sich erst wieder was, wenn die erste von den Typen an irgendwelche Baumbunde und Ortsunder werden. Ich meine, ich bin nicht sehr überzeugt von dieser Art von Politik. Absolut nicht. Das signalisiert nur, dass heftige Konfrontationen und Auseinandersetzungen das Potenzial in sich haben, dass Leute, die vorher ein total konservatives Denken und Weltbild gehabt haben, sogar hoch identifiziert mit dem Unternehmen, in dem sie arbeiten waren, ganz schnelle Sprünge in ihrem Kopf machen können. Die Verhältnisse verändern. Warte mal, wenn es uns gelingt, diese Situationen, wo Masse in Bewegung sind, der Kontrolle von denen, die nur immer Knips machen wollen, raus aus dem Betrieb, rein in Betrieb, wie ein Lichtschalter, denen die Kontrolle zu nehmen. Das ist im Moment sicherlich heftige Zukunftsmusik. Da ist im Moment nicht viel davon zu sehen in den Betrieben, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Kritik, die sie an Betriebsräte und Gewerkschaften haben, dergestalt ummünzen, dass sie sagen, wir müssen unsere Sache selber in die Hand nehmen. Das ist heute in der Fläche nicht der Fall. Das flackert immer mal wieder auf. Und ich denke, Linke, ob in oder außerhalb vom Betrieb, haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass wenn solche Dinge aufflackern, es halt nicht bei einem kleinen Aufflackern bleibt, sondern dazu beizutragen, die Info darüber zu verbreiten, woanders hinzutragen, wo sie sind oder wo andere sind, über die betriebs- und gewerkschaftliche Sphäre hinauszubringen. Und ich glaube, da krankt es bei uns in der radikalen Linke noch ein bisschen daran, dass dieser Elan, mit dem von mir aus in der zweiten Hälfte der 90er Jahre Läden wie das Kernkraftwerk in Neckarwestheim regelmäßig blockiert worden sind oder Castortransporte blockiert worden sind, dass solche Aktionen zivilen Ungehorsam, solche Unterstützungen von außen für betriebliche und gewerkschaftliche Auseinandersetzungen organisiert werden von denen, die sich als Linke verstehen, aber nicht da drin sind. Da haben wir, glaube ich, ein großes Defizit und ich denke, dass das auch ein notwendiger Schritt ist, um aus der heutigen Situation rauszukommen und wieder Bewegung in die Arbeiterbewegung zu bringen.